Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem dritten Skate-Vlog. Heute, wie man hier sieht, im neuen Skatepark von Karlsruhe, das ist der ODP-Park. Lustigerweise genau dieselbe Location, wo ich vor Jahren schon mein 66 Sekunden Skate-Contest-Video damals gemacht habe. Ich werde euch heute ein bisschen den Park vorstellen, was es hier so gibt, was hier theoretisch möglich wäre, wenn ich es denn könnte. Und dann schneide ich euch noch ein bisschen hinten dran, was ich in den letzten Wochen hier so gelernt habe. Viel Spaß! Also der Park ist grundsätzlich zweigeteilt. Hier, wo wir gerade stehen, das ist der Street Plaza. Das heißt, hier gibt es alle möglichen Sachen, die ein bisschen an die Straße orientiert sind. Vielleicht eine Treppe, ein Handrail, da hinten ein Rooftop, hier so ein bisschen kleine Curbs und so weiter. Und da hinten auf der anderen Seite des Skateparks, da ist der Poolbereich. Das heißt, es gibt wirklich zwei komplett verschiedene Genres des Skatens, die hier in einem Park vereint sind. Im Street-Teil des Parks haben wir hier als allererstes das kleine Gap auf der Seite. Das hat ungefähr eine Größe von 1 Meter. Früher hätte ich sowas noch skaten können, aber aktuell ist das leider ein bisschen zu hoch für mich. Es ist aber auf jeden Fall mein Ziel, dass ich irgendwann, vielleicht in 1, 2 Jahren, sollte ich beim Skaten dabei bleiben, dieses Ding hier wieder springen kann, vielleicht sogar mit einem kleinen Trick und nicht nur mit einem Olli drüber, weil es ein super geiles Feeling ist, über so ein Teil drüber zu fliegen. Dann in der Mitte des Parks, da ist hier das große Table. Da gibt es verschiedene Seiten, wo man hochfahren kann. Dann gibt es da 2 Rails. Hier ist nochmal eine Treppe auf unserer Seite. Und zwischendrin etliche Curbs, wo man noch Tricks dran machen kann. Das ist richtig geil gemacht, weil quasi für jeden Schwierigkeitsgrad quasi was dabei ist. Und dann genau hier bei uns das Flatrail. Früher bin ich sehr gerne Flatrail gefahren, aber aktuell habe ich mich noch nicht daran getraut. Aber ich glaube, die ersten Boardslides kann ich bald schon wieder mal probieren. Ja, und dann weiter drüben ist nochmal ein kleines Table. Und dann geht das mit der großen Treppe und dem Handrail in den Poolbereich rein. So, und jetzt stehen wir hier auf der Poolseite des Parks. Hier gibt es zunächst erstmal den großen Pool, der hier wirklich, und da kommt auch der Name her, wie so ein Pool aufgebaut ist, sogar hier drüben mit den extra Steinen dafür. Und auf der anderen Seite hier ist das Ganze etwas kleiner gehalten. Die Transition hier zwischendrin, da drüben das Ganze etwas kleiner. Hier einmal ein Coping zum Drüberspringen. Ja, und das war es jetzt letztlich auch schon. Einmal kurz den Skatepark hier gezeigt. Es ist wirklich saugeil hier zu fahren. Ich bin richtig froh, dass es endlich mal einen guten Park in meiner Nähe gibt. Das träume ich jetzt schon seit Ewigkeiten von. Ich bin immer nur in Scheißparks gefahren. Endlich gibt es mal was Vernünftiges in der Stadt, in der ich wohne, so dass ich mit dem Fahrrad hierher fahren kann. Auf jeden Fall schneide ich euch jetzt noch ein bisschen ran, was wir hier so gefilmt haben und sage hier aber schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, jetzt wird es noch mal hoffentlich richtig cool. Ciao!